Die folgende Sendung wird präsentiert von Ich lebe hier gerne, ich finde unsere dörflichen Strukturen ganz gut, jeder kennt jeden, ich lebe einfach gern hier. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind zu einer neuen Ausgabe von Hier bei uns. Bevor es losgeht, hier ein kurzer Themenüberblick. Es hagelt nur noch Absagen. Das Coronavirus legt immer mehr das öffentliche Leben lahm. Schluss mit lustig. Es ist Fastenzeit. Für viele gilt jetzt Finger weg von Alkohol und Süßigkeiten. Oder aber von wegen Fasten. In Daun gab es den Männerkochkurs zur traditionellen Eifler Küche. Und wat gettet Neues? Petra und Josef Zillian sagen Bye-bye in der Dudeldorfer Torschenke. Dazu die Kurznachrichten und wie immer die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Nochmal herzlich willkommen zu der Sendung für den Kreis Vulkaneifel und den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Ja, und beginnen wollen wir heute mit dem Thema, das viele schon nicht mehr hören können. Die internationale Tourismusmesse in Berlin, die weltgrößte Industriemesse in Hannover oder die Handwerkermesse in München. Alles abgesagt. Hier bei uns traf es jetzt auch den Bitburger Bädermarkt und mehr fallen auch kleinere Veranstaltungen dem mittlerweile allgegenwärtigen Coronavirus zum Opfer. Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall im Eifelkreis heißt es jetzt mehr denn je, alles, was nicht unbedingt sein muss, ausfallen lassen oder in die wärmere Jahreszeit verschieben, sofern das überhaupt möglich ist. Der Coronavirus verunsichert von Minute zu Minute. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt, die Zeitungen sind voll. Das gleiche Schicksal hat jetzt auch den Bädermarkt ereilt. Volle Zelte, volle Straßen und volle Geschäfte. So kennen wir den Bädermarkt in Bitburg. Das wird es dieses Jahr jedoch nicht so geben, zumindest nicht im März wie angedacht. Zu groß scheint die Gefahr. Wir haben uns am Dienstagmorgen getroffen mit allen beteiligten Organisatoren, die den Bädermarkt ausrichten. Ja, und haben natürlich entschieden, wie gehen wir mit dem Coronavirus um, mit der ganzen Begleiterscheinung. Und haben dann relativ kurzfristig entschieden, es abzusagen, aus vorbeugendem Charakter. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil auch einstimmig getroffen wurde. Alle Organisatoren waren mit dabei. Auf dem Bädermarkt kann sich das Coronavirus schon einmal nicht mehr weiter verbreiten. Viele Aussteller finden es trotzdem schade, nicht ausstellen zu können. Es ist natürlich schade, dass der Bädermarkt in diesem Jahr ausfällt, weil wir ein neues Produkt dort vorstellen wollten in unserer Produktrange. Und das müssen wir halt jetzt anderweitig an den Mann bringen und an die Frau bringen oder bekannt machen. Ausweichtermin ist das erste Septemberwochenende, an dem ohnehin das Autofestival stattfindet. Ja, bin gespannt, wie das dann ankommen wird. Für uns wird es dann ein knackiger Herbst werden, weil wir auch 4 Wochen später auf der FIBO in Köln sind. Die ist auch ausgefallen. Und anschließend in Luxemburg, das ist jetzt für den Terminkalender, der wird jetzt ziemlich voll im Herbst, aber okay. Egal wie man es betrachtet, die Entscheidung ist unpopulär. Diplomatische Worte findet überraschenderweise der Einzelhandel, der durch den ebenfalls abgesagten verkaufsoffenen Sonntag während des Bädermarktes ebenfalls Umsatzeinbußen erwarten kann. Ja, es ist natürlich schade, aber der Virus, der hält uns ja alle in Schach. Und also ich möchte auch nicht mit den Entscheidern tauschen. Die haben schon ihres getan, haben sich da ihre Gedanken drüber gemacht. Und ja, die Entscheidung ist so ausgefallen und ist auch so zu akzeptieren. Das gesamte Bädermarkt-Wochenende bewegt die Bitburger Wirtschaft. In der Gastronomie ist Hochbetrieb, das ist der umsatzstärkste Sonntag im ganzen Jahr. Ich habe gesagt, wir kommen da schnell mal auf den 3 bis 4 Millionen Wirtschaftskraft, die an dem Wochenende bewegt werden. Das ist ja die vielfältige Zulieferer, Gastronomen, Druckindustrie, Agenturen, alle, die arbeiten, Zeltbauer, die Handwerksbetriebe, die dann helfen beim Auf- und Abbau. Und natürlich auch alle Betriebe, die natürlich auch selber viel Geld in so einen Stand reinstellen. Und vieles, vieles mehr. Die Kettenreaktion zeigt so langsam ihre Auswirkungen, natürlich auch in der Druckbranche. Der für die Druckmaschinen essentielle Industriealkohol wird knapp. Es muss anderenorts damit das so wichtige Desinfektionsmittel produziert werden. Auch die Reisebranche erkennt einen Trend. Ein bisschen zögerliches Verhalten ist halt schon da. Der Kunde fragt halt nach, lässt sich auch ein bisschen mehr Zeit, bis er bucht, informiert sich, kommt auch dann vor, dass er halt wirklich dann ja, nicht 2, 3 Tage später sich zurückmeldet, sondern vielleicht auch 10 Tage, 14 Tage, weil er einfach abwarten möchte, gell.
Aber es gibt auch andere Kunden, die einfach sagen, wir leben unser Leben jetzt und wir lassen uns da nicht beeinflussen und buchen einfach eine schöne Asienreise, buchen eine schöne Schiffsreise oder ja, planen ihren Urlaub wie immer und freuen sich darüber, dass vielleicht auch zum Teil die Preise sinken. Wer sich also traut, der hat durchaus Vorteile. Schließlich sinken zurzeit auch die Spritpreise enorm. Der Trend der Veranstaltungsabsagen wird wohl aber vorerst weitergehen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es bis Redaktionsschluss einen bestätigten Corona-Fall im Kreis Bitburg-Prüm und zwei im Vulkaneifelkreis gibt, wie auf einer Pressekonferenz am Dienstag veröffentlicht wurde. Ja, das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr nach wie vor als mäßig ein. Und die Weltgesundheitsorganisation teilt mit, dass von den weltweit 100.000 infizierten Menschen bereits 60.000 wieder völlig gesund sind. Das ist doch mal in Tagen, wo die negativen Schlagzeilen dominieren, eine gute Nachricht. Zu einem ganz anderen Thema. Schon seit Aschermittwoch ist für viele Menschen Schluss mit lustig. Im christlichen Jahreskreis steht nämlich bis Ostern die Fastenzeit an. Für 40 Tage sind jetzt Alkohol, Fleisch, Zigaretten oder Süßigkeiten tabu. Die Fastenzeit ist für viele ein willkommener Anlass, um bewusst einmal Nein zu sagen. Für den Körper allerdings bedeutet das Fasten unter Umständen jede Menge Stress. Lohnt sich ein strenger Verzicht überhaupt? Das ist Jens. Jens will's einmal probieren, das Fasten. Ist Fasten denn gut? Was sagt der Experte? Ich persönlich halte das also auch für sehr wichtig und hat sicherlich auch Gründe, warum in nahezu allen Kulturen dieser Welt solche Episoden der Enthaltsamkeit vorgesehen sind. Und wenn das kein Vorteil für die Menschen gehabt hätte, hätte sich das nicht irgendwann mal so durchgesetzt. Eine klassische Methode des Fastens ist zum Beispiel, eine Woche lang nur Suppen und Säfte zu sich zu nehmen, wie das Jens jetzt vorhat. Aber Vorsicht! Nicht für jeden ist das jetzt gut, Säfte und Süppchen zu essen. Das heißt, wenn ich mich vor der Fastenphase bereits halt in einer Phase befinde, wo der Körper halt schon an die Reserven geht oder seine Reserven braucht, ist das keine gute Sache zum Fasten. Grundsätzlich hat sich Jens mit der Fastenkur durchaus für eine gute Sache entschieden. Schließlich führt er seinem Körper dadurch für eine Weile keine ungesunden Dinge mehr zu. Der Verzicht auf belastende Lebensmittel, vor allen Dingen halt auf Fette, Alkohol ist ein wichtiges Thema, stark gesalzen, also sprich Fastfood essen, tut dem Menschen einfach nicht gut. Und die Umstellung halt seiner Ernährungsgewohnheiten in Richtung jetzt halt einer nährstoffreichen Kost, die ja wenig belastend ist halt auch, ist prinzipiell halt für ein gewisses Intervall zu befürworten. Apropos Intervall, da gibt's doch das Intervallfasten. Das fällt allerdings mehr in die Kategorie Diät. Wenn ich es schaffe, über einen längeren Zeitraum, also beispielsweise diese 16 Stunden, gibt ja verschiedene Formen des Intervallfastens, nichts zu essen und damit halt den Insulinspiegel auf das absolute Minimum zu drücken, geht der Körper dann damit in die Stoffwechsellage, dass er anfängt, eigene Reserven abzubauen. Das ist die Grundlage und das ist auch relativ erfolgreich. Auch durchs Fasten kann man Kilos verlieren. Man sagt, bei einer Gewichtsreduktion von 5-10% ändert sich vieles im Körper zum Positiven. Also wir können alles durchgehen, wir können das Diabetesrisiko durchgehen, wir können hingehen und sagen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist deutlich erniedrigt, die Gelenke sind deutlich weniger belastet, vor allen Dingen halt auch der psychische Einfluss an der Gewichtsabnahme ist, das ist ja dann auch eine sich selbst in Gang haltende Geschichte. Man fühlt sich einfach besser, weil man schlanker ist und wenn man halt schlanker ist, ist auch dieses, sag ich mal, Frustessen dann wieder eingedämmt. Also man kommt tatsächlich so, wie Sie sagen, halt in eine ganz andere Ausgangssituation, sein Leben zu bewältigen. Na, Selbstbewusstsein kann auch Jens gut gebrauchen. Na dann braucht er ja nur noch ein klein wenig Durchhaltevermögen. Ja, für alle, die jetzt am Fasten sind, viel Erfolg beim Durchhalten. Ab heute sind es noch genau 32 Tage. Jetzt bei uns die Kurznachrichten und die Veranstaltungstipps für die kommende Woche. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel.
Der gemeinnützige Verein Bürgerdienst aus Mürrenbach unterstützt mit einer großzügigen Spende zwei Projekte der Westeifelwerke. Die anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung setzt diese Gelder für die Implementierung von digitalen Lösungen ein, die zur Arbeits- und Lernerleichterung für Menschen mit Handicap führen. Auch der Landkreis Vulkaneifel stellt Weichen für die Zukunft und nimmt jetzt am Projekt Gemeindeschwester Plus teil. Hierzu wurde jetzt ein entsprechender Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband Westeifel geschlossen. Demnach ist Michaela Merks als Gemeindeschwester Plus ab sofort in der Verbandsgemeinde Gerolstein tätig. Sie wird sich in erster Linie um die Belange nicht pflegebedürftiger Menschen über 80 Jahre kümmern. Am vergangenen Sonntag gab es in Gerolstein den ersten verkaufsoffenen Sonntag in der Region. Dabei zog es wieder viele Menschen aus der näheren Umgebung in die Brunnenstadt. Neben landwirtschaftlichen Maschinen zeigten vor allem die Autohändler der Region Präsenz und stellten ihre neuen Fahrzeugmodelle vor. Zufrieden auch der Einzelhandel. Hier stand die neue Frühjahr-Sommermode im Blickpunkt der Besucher. Großer Andrang auch bei der Vorstellung neuer Brillenkollektionen. Und selbstverständlich durfte auch das Angebot für das leibliche Wohl nicht fehlen. Rundum ein gelungener verkaufsoffener Sonntag in Gerolstein. Ende September endet das Pachtverhältnis zwischen der Stadt Bitburg und dem Pächter der Bitburger Stadthalle. Wie der Stadtrat einstimmig beschlossen hat, soll die Stadthalle künftig über ein neues Betreibermodell geführt werden. Dabei wird die Stadt selbst die Bewirtschaftung übernehmen. Die Modalitäten dazu werden noch erarbeitet. Ziel ist es, dass die Bitburger Stadthalle als Einrichtung für die ganze Bevölkerung ein noch breiteres Spektrum an Veranstaltungen bietet. Dazu soll sie den Verein für ihre Feierlichkeiten dienen und von möglichst vielen Menschen besucht werden. Motiviert von ihrer Deutschlehrerin nahmen 20 Schülerinnen und Schüler des Dauner Thomas-Morus-Gymnasium an dem außerschulischen Projekt Schreibwerkstatt teil. Angeleitet werden sie von Hanna Jansen aus Sassen, die seit 2017 als Autorenpatin für den Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Rheinland-Pfalz unterschiedliche Jahresmodule durchführt. Unterstützt wird sie von der Deutschlehrerin Katrin Sommers vom Dauner Thomas-Morus-Gymnasium sowie von Stefanie Löhnbach von der Dauner Kreisbibliothek, die unter anderem die Räumlichkeiten und das Equipment zur Verfügung stellen. Soweit die Meldungen für heute. Verbessere mit uns die Wasserqualität. Besuche uns an unserem Azubi-Tag am 20. März. Dich erwartet ein informativer Nachmittag mit Themen rund um unsere zahlreichen Ausbildungsberufe. Mach mit beim Meet and Greet mit unseren Azubis und lerne Wichtiges zum Thema Wasser. Interesse? Dann melde dich an über die Homepage oder komm spontan vorbei. Sprudelt, erfrischt, belebt. Verlängerung? Natürlich aus der Vulkaneifel, einzigartig in der Mineralisierung. Gerolsteiner, das Wasser mit Stern. Der neue Golf 8 und das T-Roc Cabriolet. Ab Samstag, den 21. März beim Autohaus Maisglandien in Pronsfeld. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von Auto Würfs. Die Tribute-Band The Cashbacks holt am Freitag, den 13. März im Forum Down die legendären Songs von Johnny Cash zurück auf die Bühne. Nichts ist hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Das Trio ARK, benannt nach seinen Mitgliedern Andreas Karling, Reinhold Westerheide und Karl Gode Johann, spielt am Samstag, den 14. März, ein Jazzkonzert bei Faber Ludens in Nohn. Beginn ist um 19.30 Uhr. Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende, heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Seine Comedy-Show mit unterhaltsamen Musikeinlagen beginnt am Samstag, den 14. März, um 20 Uhr im Forum in Daun. Die international gefeierte Stargeigerin Natascha Korsakova präsentiert am Dienstag, den 17. März, ihren neuen Roman Römisches Finale im Kriminalhaus in Hillesheim. Zusätzlich zur Lesung wird sie auch mit ihrem Violinspiel begeistern. Beginn ist um 19.30 Uhr.
ABBA Gold lässt den Glamour-Pop von ABBA und die unvergesslichen Superhits auf der Konzertbühne wieder aufleben. Die Tribute-Show findet am Mittwoch, den 18. März in der Karolingerhalle in Prüm statt. Beginn ist um 20 Uhr. Stark in Print mit eigener Druckerei. Konzept 92. Die Werkstatt für Kommunikation. Wir suchen dich. Die Reifenzentrale Becker stellt ab sofort Auszubildende zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel ein. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt bei der Reifenzentrale Becker. Lassen nicht an den Leuten, das ist Reuter, Christian Reuter, was für ein Wahnsinn! Was für ein Dampfhammer! Da, Papa! Leo TV. Ab nächste Woche wieder jeden Donnerstag ab 17 Uhr auf leo-fußball.de. Ja, eben ging es noch ums Fasten, aber jetzt wird hier bei uns gekocht. Und zwar die traditionelle Eifler Küche. Früher lagen Festtagsküche und das arme Leuteessen sehr nahe beieinander. Viele Rezepte aus der guten alten Zeit sind heute schlechthin in Vergessenheit geraten. Meistens aus der Not geboren, haben die alten Gerichte es aber durchaus verdient, unseren Speiseplan wieder zu bereichern. Das fanden noch einige Männer, die sich in Daun in die Geheimnisse der traditionellen Eifler Küche einweihen ließen. Es werden die Köpfe zusammengesteckt und es wird überlegt und probiert, gemeinsam an einer Lösung gefeilt. Nun ist es Tüftelstimmung hier in der Küche der Realschule in Daun. Das ist die Tüftelnummer schon. Was steht denn nun auf dem Plan? Nun, arme Ritter gibt's und zwar als Nachspeise. Einen Tisch weiter geht's um den Teig. Selbstgemachte Nudeln sollen das dann später werden. Jetzt koche ich einfach mal Pi mal Daumen. Ja. Noch koche ich gar nicht. Also. Noch mache ich hier nur ein bisschen. Ach, das wird schon Learning by Doing, wie es so schön heißt. Ja, ich habe mir gedacht, ich muss mal so langsam ein bisschen frische und ganz frischen Wind in meine Küche reinbringen, weil mir die Fast-Food-Küche in letzter Zeit doch sehr an den Hüften gegangen hat. Und da muss ich einfach weg davon. Außerdem ist meine Freundin nicht oft genug da, um mich mal zu bekochen. Und wenn, dann bekocht sie mich so, als wäre ich ein Reisebus voll Leute. Also das ist mir dann gleich wieder zu viel. Hier werden gerade russische Eier gezaubert. Das ist quasi Ei in Ei. So, wenn das zu dünn ist, dann zerläuft es auf den Eiern oder läuft an der Seite runter und dann hat man auch die Optik nicht, die man eben mit der Tülle vorne hinkriegt. An der Nudelteigfront wird's langsam spannend. Das ganze Rezept lautet übrigens selbstgemachte Nudeln mit Kotelett, Soße und russisch Ei, dazu frischer Rotbeetesalat aus dem eigenen Garten. Typisches Eifler Essen eben. Also eigentlich ist das, was wir heute hier machen, eher einfach. Wir sind also jetzt mehr so in der Zwischenstufe zwischen Kirmesessen und Arme-Leute-Küche. Die russischen Eier sind bald soweit und nach zugegebenerweise ein paar Fehlschlägen klappen jetzt auch die Nudeln. Und lösungsorientiert, wie der Mann nun mal ist, werden die rohen Nudelfäden zum Trocknen auf den Wäscheständer gehängt. Naja, warum nicht? Früher war das ja auch nicht anders. Da hat man genommen, was da war. Man hat ja früher also, ja, eigentlich als Selbstversorger dann auch gelebt. Man hat das verarbeitet, auch gegessen, was man selber hatte. Da ist natürlich in erster Linie Mehl zu nennen, Getreideprodukte. Man hat natürlich Fleisch gehabt, Hausschlachtung, wobei man eben in den früheren Zeiten haltbar machen musste durch Räuchern, so, vielleicht auch Pökeln, je nachdem. Und das ist natürlich dann irgendwann außer Mode gekommen, weil man ja später Gefriertruhen hatte und Sonstiges. Da baue ich so ein bisschen drauf auf. Edgar Komes ist Experte, was alte Kochkunst angeht. Vor einigen Jahren hat er auch ein Buch über römische Kochkunst geschrieben. Jedenfalls sind die Nudeln nun bereit fürs Wasserbad. Und auch das Kotelett findet den Weg in die Pfanne, natürlich zum Schweineschmalz. Heute kommt nichts anderes in die Pfanne als eben das gute alte Schweineschmalz, wie auch damals schon in der Eifel. Ja, weil es vor allen Dingen da war. So,
Man Butter hätte man, konnte man machen, aber alles andere war teuer, musste man kaufen. Mhm. Eigenvermarktung, Eigenversorgung war okay, aber alles, was Geld gekostet hat, hat man gemieden, weil kein Geld da war. Mhm. Wenn man die Jungs so beobachtet, dann haben die schon einen Mordsspaß bei der Kocherei. Ich bin jetzt nicht hier, ich habe nicht das Ziel, hier Koch zu werden. Ne? Ja. Es geht auch um die Unterhaltung. Ja. Um den Spaß an der Freude eben und um das gute Essen. Na und, was sagt der Kochlehrling? Ja, auf jeden Fall bin ich überrascht von dem Ergebnis. Aber es macht unwahrscheinlich Spaß, wenn man das zusammen macht, weil zwei Hände sind manchmal viel zu wenig. Mit vereinten Kräften haben sie es dann geschafft und ein überaus leckeres Ergebnis auf den Teller gezaubert. Das mit dem Begriff Männerkurs ist nicht ganz so eng zu sehen. Es sind alle im Kurs willkommen, die ganz einfach wissen wollen, was die Eifler früher alles Gutes gekocht haben. Ja, das hat doch was, dieses arme Leute-Essen. Ja, und irgendwie steht das Thema Essen heute bei uns im Mittelpunkt. Auch in unserem letzten Beitrag. Bekanntlich hat ja alles einmal ein Ende, auch für die Besitzer der legendären Dudeldorfer Torschenke. Seit vielen Jahren haben Petra und Josef Zillien mit ausgezeichneter Küche ihre Gäste weit über die Grenzen des kleinen Eifelortes verwöhnt. Sie, eine begnadete Köchin, und er, der liebenswerte Grandler im Gästeservice, treten den wohlverdienten Ruhestand an. Was geht es Neues? Diese schon zur Tradition gewordenen Worte wird man jetzt in der Dudeldorfer Torschenke künftig so nicht mehr hören. Der Josef, das Gesicht der Torschenke, gibt nun ab. Schon jetzt geht nicht mehr er, sondern Simon Berhardt ans Telefon und macht die Reservierungen für die berühmte Dudeldorfer Torschenke. Wichtigste Frage vorab, gibt's jetzt einen gastronomischen Richtungswechsel? Auf gar keinen Fall. Also wir wollen das Rad hier nicht neu erfinden, das haben wir von vornherein gesagt. Und das ist auch so eine interne Vereinbarung vielleicht mit Josef und Petra. Sie schenken uns ihr Vertrauen und es ist auch, glaube ich, von ihnen so gewollt, dass wir es auch irgendwo so weitermachen. Ne? Im Laufe der Zeit werden wir sicherlich unsere eigene Handschrift hier reinbringen, aber für den Moment, wir werden alles so belassen, wie es ist. Man überlegt sich auch dabei, wie soll es weitergehen oder wie machen die das weiter. Aber wir finden, die Entscheidung ist gut so und wir wünschen, dass sie auch den gleichen Erfolg haben wie wir auch und dass es auch weiter so geht. Berhardt übernimmt die Torschenke natürlich nicht alleine. Kilian Rau ist auch mit im Boot. Beide jungen Männer sind insgesamt schon 30 Jahre in der Gastronomie tätig, mit Leib und Seele. Wir haben beide so gern mit Leuten zu tun und lernen immer wieder gerne neue Menschen kennen dadurch. Und das, was hier dran so schön ist, ist, dass man hier so viele Stammgäste hat, die man einfach immer wieder trifft. Ne? Und das macht hier schon richtig Spaß. Ja. Wer darf nicht fehlen? Natürlich der Mittelpunkt der Küche. Petra Zillien, die noch Küchenchefin der Torschenke, erinnert sich gerne. Ein Riesenerfolg liegt jetzt hinter uns und wir sind mächtig stolz darauf. Und man geht mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, aber das Lachende, das überwiegt jeden Tag mehr. Und wir haben so viele tolle Leute hier, tolle Gäste gehabt und da sind wir wahnsinnig froh. Für jede gute Kritik, die haben wir gerne angenommen. Alexander Ettlinger ist bald Chef der Kochlöffel. Er hat sich schon eine Weile hier in Dudeldorf warm gekocht und freut sich wie ein kleiner schelmischer Junge auf die neue Aufgabe. Jetzt habe ich endlich mal das Sagen und jetzt glaube ich, dass ich das umsetzen kann oder fortführen kann in dem Niveau, was sie dann auch übergeben haben. Ja, mit über 37 Jahren Berufserfahrung, besonders hier im Betrieb, da stimmt ja jede Bewegung von der Chefin her. Und da habe ich auch viel abgucken können. Also Geschäft in trockenen Tüchern. Und jetzt? Wie sehen die weiteren Pläne aus für die Zillians? Wie es weitergeht, das müssen wir selber jetzt mal rausfinden. Zuerst werden mal ein paar Tage Ruhe gemacht und dann wird mein normalen Alltag angefangen. Zeit für uns, für die Familie, für die Kinder, für alles, was noch kommt. Eines steht jedoch fest. Dauernd auf der Matte stehen und prüfend in die Töpfe gucken, wollen Petra und Josef nicht. Man muss ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und man muss die Jungen auch machen lassen. Also ich kann jetzt nicht dauernd dazwischen futschen, das mache ich auch nicht, aber jeder muss seinen Weg gehen. Ne? Am 20. März übernehmen jedenfalls ganz offiziell Simon und Kilian die Torschenke in Dudeldorf. Die, die die Zillians so berühmt gemacht haben. Ja, schön, dass die beiden eine junge Mannschaft gefunden haben, die das Restaurant weiterführen.
Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wenn Sie möchten, dann sehen wir uns zur nächsten Ausgabe von Hier bei uns am kommenden Mittwoch. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und machen Sie es gut.